Hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mini Ninjas. Und ja, wir sind hier stehen geblieben im... wie hieß es? Windtal oder so etwas in dieser Richtung? Das kann ich halt nicht aufrufen. Es steht nicht. Egal. Ich glaube, es hieß Windtal und ja, ich brauche kurz noch Sound. Okay, gut. Will ja auch etwas vom Spiel hören. Kann ich da erst der Seite weiter oder können wir... Oh, wir haben hier natürlich alles Wichtige gelassen oder so Münzen und... Da geht's nach oben. Dort geht's auch weiter. Das ist natürlich einiges spannender. Wenn's an mehreren Orten... mehrere Orte gibt. So. Ich hoffe, man hört mich gut genug. Und jetzt bin ich zu laut. Naja, stimmt, wenn ich ja merke, dass ich hier irgendwo hinlaufe, wo es dann Ende Gelände ist, dann kann ich ja noch mal zurückgehen, um zeigen, wie es aussieht. Naja, das sieht eher nach einem Tempel aus, ja. Muss ich auch sagen. Und zwar verkaufen die uns ja immer so etwas. Ah, Konnichiwa, Ninja. Ich glaube, du hast auf deiner Reise bereits meinen Zwillingsbruder getroffen. Er hat dich schon angekündigt. Wie kann ich helfen? Wie viele Zwillingsbrüder hast du denn? Wir haben 211. Also. Wir kaufen einfach beide Rezepte. Und sonst verkauft er immer... Okay, für 3. Alles okay. Gute. Wir werden alle von deinem Erfolg profitieren. Ja, von deinem Erfolg profitieren. Naja, das hoffe ich doch. Wenn es nur in der echten Welt so wäre. Nicht nur im Spiel. Wenn es wieder heißt, ja, wir werden alle von deinem profitieren. Von. Ja gut, naja. YouTube profitiert von mir, besser gesagt. Wenn ihr es schaut, dann profitiert YouTube. Davon. Und ich ein bisschen, ja. Also schau dieses Let's Play. Nein. Ihr müsst es nicht. Ihr könnt es gerne. Also es freut mich immer, wenn jemand meine Let's Plays anschaut. Ah, das war hier so der Weg. Also ich habe immer Freude, wenn jemand meine Videos anschaut, weil ich mache diese Let's Plays ja nicht für mich alleine. Sag, oh, jetzt habe ich Lust zum Let's Plays aufzunehmen, damit ich es dann später nochmal schauen kann, wie dämlich ich mich angestellt habe in diesem Let's Play. Oh. Ja. Nein, das mache ich nicht. Ich mache das für euch, für die Leute, die schauen. Natürlich auch für mich, weil ich Interesse am Spielen habe, Freude am Spielen habe. Wo war dieses? Nein. Halt auf die andere Weise. Er trinkt ja eigentlich, wenn er zu lange im Wasser ist. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Oder? Wäre nicht schön. Die Strömung ist sehr stark. Und ja, es gibt hier wieder eine unsichtbare Wand. Ehrlich gesagt, Spiel mit unsichtbaren Wänden, wo es einfach heißt, ah, hier darfst du nicht mehr weiter, das mag ich nicht so. Achso, dass man das überhaupt einbaut. Klar, dass man an gewissen Orten sagt, hey, hier darfst du nicht hin oder so. Aber wenn man hier irgendwie
mir Steine oder irgendetwas hinbaut und dann eine unsichtbare Wand hin klatscht, dann ist das mir eigentlich egal. Wenn es einfach so, du siehst, eigentlich könntest du hier zum Beispiel bis da drüben hin, aber hier ist schon wieder eine unsichtbare Wand, dann Baumweg. Das war, okay. Ja, ein Ninja bin ich. Ja, habt ihr richtig gesehen. Wie, es ist hier schon fertig? Das würde mich jetzt nicht wundern. Du hast eine extra Herz erhalten. Weil wenn sie jetzt hier fertig ist, dann hätte ich jetzt im letzten Part noch hier weitermachen können. Okay, es ist nicht fertig. Gut. Zwei Wege. Einer gut, einer nicht. Ich glaube, da ist es. Okay, am Buskampf. Oder so. Was in der Art. So, dann rüsten wir da die Bank mal aus. Oh. Ah, das ist wieder nach. Ich dachte schon wieder, das wäre irgendein Ninja. Nicht doch. Hä? Aber die befreien wir doch gar nicht hier. Das sieht wie ein Mensch aus. Mach. Okay, die Blitze machen den Brunnen. Warten. Oh, da haben wir wieder so ein Panda, ist das? Ja, Panda-Bär. Ah, wir können es. So, dann Schriftrolle hierhin. Dann. Hey. Immer die Erfahrungspunkte aufsammeln. Die kommen nicht immer. Oder ist das Energiepunkt? Ah, vielleicht waren die Energie. Manche Dinge kommen nicht angeflogen. Was stand hier eigentlich? Zollgrenzgebirge. Alle einführende Ware müssen angemeldet werden. Okay. Keine Not, bitte, Boy!
Der Panda ist abgehauen. Du willst sagen, hier geht's einfach nicht weiter. Okay. Oh, 7 von 8. Da gibt's nichts. Musik erinnert mich jetzt ein bisschen an, wie hieß das Spiel? Myst? Naja, das Spiel. Auch alt. Aber so alt denn auch wieder nicht. Aber das Spiel. Myst, jedenfalls. Oder so. Das werde ich jedenfalls sehr wahrscheinlich nicht let's playen. Und für die, die halt nicht wissen, was das für ein Spiel ist. Ja, Pech. Ich was sagen. So, ich denke, hier ist Ende. Oder auch. Also, wir haben, naja, nicht mal alle Käfige. Okay, die Zeit. Ja, wir machen weiter. Ich meine, bei 12 Minuten hier, oder 11 knapp, da lohnt es sich nicht, wenn ich hier einfach aufhöre. Wie sind wir hier hochgekommen? Ich wollte schon sagen können, wie das ein Unterschied, wo wir jetzt lang gehen. Ich schaue einfach immer gern noch am Anfang. Ah, wir sind hier einfach durchgegangen. Okay. Im ersten Blick habe ich gedacht, da liegt jemand. Also ein Mensch. Oh. Ich habe eine Blume gefunden. Oh, was für eine. Oh, da steht jemand. Oh. Oh, den ignoriere ich euch. Tschüss. Nein. Natürlich nicht. Ah ja, Ninja. Sehr gut. Gut, dass du hier bist, junger Freund. Das Tal wurde vor einigen Tagen überflutet. Das liegt in den Stürmen in den Bergen, weißt du? Ich habe in meinem Leben noch keine solchen Stürme gesehen. Und ich bin schon ziemlich alt. Du siehst noch jung aus. Aber es kommt noch schlimmer. Da unten schwimmt ein riesiger Koi herum. Ich wollte im Tempel nach meinem Onkel sehen, aber sobald ich dem Wasser zu nahe komme, piesackt mich der Koi. Weißt du was? Wenn du im Tempel nach meinem Onkel siehst, borge ich dir meine robuste Angel. Mit ihr kannst du diesen miesepetrigen Koi sicher fangen. Ich sag dir was. Sieh du im Tempel nach meinem Onkel und ich schenke dir meine robuste Angel, wenn du mit Neuigkeiten zurückkehrst. Okay. Naja, an das kann ich mich noch gut erinnern. Das war nicht so das, was ich gerne gemacht habe. Ich finde es immer so interessant, wie diese Leuchten. Diese Speicherpunkte so leuchten. Und hier können wir ein bisschen baden. Ja, ein bisschen überschwemmt. Sieht es irgendwie nicht so besonders gut. Was du? Da oben war noch. Konnte man da noch? Ich glaube schon.
Der Frosch hat... Ja, toll. Der Frosch ist im Wasser und ich kann... Wenn ich ins Wasser gehe, nicht. Dann kann ich nicht den Frosch benutzen. Aber springen kann er richtig. Komm ich da eigentlich nach oben? Anscheinend. Da gibt's Wasser. Nochmals Wasser. Nochmals Wasser. Und noch mehr was. Wer hätte es gedacht? Wie er hier läuft. Er läuft hier wirklich im Wasser. Er schwimmt nicht, der läuft. Beziehungsweise er rennt. Naja, es ist ja auch nicht tief. Daher. Na, komme ich hier nicht durch? Hm? Ja, daher muss er ja auch nicht schwimmen, oder? Und dass er nicht tief ist, kann man auch darin noch herum. Hallo! Uff. Da geht's noch weiter. Cool. Gibt's denn da etwas Interessantes? Ah ja. Zeitbombe. Eine Zeitbombe. Wie viel haben wir denn? Eine. Okay. Schon wieder ein Pilz. Also Pilze finde ich irgendwie in dem Spiel immer. Oh, da gibt es wieder Honig. Aber der bringt uns nicht. Also außer, dass wir uns heilen können. Ja, schön überschwemmt, oder? Da ist unser Fisch. Die Angelrute haben wir noch nicht, oder? Wo bekommen wir die? Weiß ich gar nicht mehr. Das Fass habe ich übersehen. Tut mir leid. Tut mir leid. Kamera war jetzt auch sehr genial. Er hat gesagt, wir sollen an diesen Ort hin. Das war da hinten, denke ich mal. X. Heiliger Tempel. Nee. Ich nicht. Ah, junger Ninja. Mein Neffe hat dich also geschickt, um nach mir zu sehen. Er soll sich keine Sorgen machen. Ich mag die Isolation. Dadurch habe ich mehr Zeit zu meditieren. Sag ihm, dass ich wohlauf bin. Kann ich dir sonst irgendwie helfen?
Alles Gute auf deinen Reisen, Ninja. Okay. Ich habe gedacht, wir kaufen einfach mal Zeit. Ich weiß zwar nicht, was man die genau braucht, aber komm. Ja. Tu, da ist ein Hase. Gibt's hier noch was Spezielles in der Nähe? Kann ich eigentlich reden mit ihm, wenn ich ein Tier bin? Ey, ich habe das Spiel ausgetrickst. Normalerweise kann man als Tier nicht ins Wasser gelangen. Okay, da sehen wir einer dieser Fehler. Frage ist jetzt... Okay. Sehr besonderer Hase, würde ich mal meinen. Naja, ein bisschen zu langsam. Aha! Wir können hier sehr gut laufen. Aber... Anscheinend der Hase vielleicht auch. Vielleicht nimmt das Spiel einfach diesen Bereich dort als zu wenig tief wahr. Lange Route haben wir noch nicht bekommen. Oh, hier gibt's Fische. So, dann... Dann mal her damit. Da gibt's Sushi auf dem Teller. Wenn es da schon so viele Fische gibt, dann können wir auch angeln. Wie in aller Welt hast du die jetzt geangelt? Und vor allem, seht ihr, den Fisch, den wir aufnehmen, hat nicht dieselbe Farbe, je nachdem wie dieser Fisch hier. Ich glaube, hier spawnen unendlich Fische. Ich wollte schon sagen, willst du nicht aufnehmen? Aber mit der Angelroute, die wir jetzt haben, können wir diesen großen Fisch, der hier herumlungert, leider nicht aufnehmen. Ah! Das sieht immer so doof aus, wenn ich da versuche, aufs Land zu kommen, aber wir müssen springen, sonst geht das nicht. Das ist ein bisschen doof. Hero, du hast meinen Onkel gefunden. Gratuliere. Der Koi lauert in der Nähe des Ufers. Sei vorsichtig, er ist riesig. Ich habe ihn schon gesehen und der, ja, naja, für einen Fisch ist er groß. Okay, das ist diese Angriffe, die wir... jetzt haben. Und die andere Angelroute ist verschwunden. Der Witz ist, jetzt werden wir die meisten Fische fischen. Ja. Aber ich würde mal sagen, an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zusehen. Es ist halt ein kürzerer Part.
Und wir werden uns im nächsten Part mit diesem großen Fisch Koi anlegen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mini Ninja. Tschüss.